Hubert ohne Staller, Jäger des verlorenen Hutes. Ein Blick auf Wolfratshausen mit dem Zwiebelturm der St. Andreaskirche. Der Blick nähert sich einem Kino. Davor ein Aufsteller mit einem Plakat, heute Indiana Joe Teil 12. Daneben eine überlebensgroße Pappfigur eines Mannes mit braunem Hut und Peitsche. Wenn du nichts dagegen hast, Schätzchen, bringe ich dich jetzt zu deinem Vater. Im dunklen Kinosaal gleitet der Blick über gebannte Gesichter. Oh nein, Indiana Joe. Ein Grauhaariger greift in die Popcorn-Tüte seiner Nachbarin, einer rotblonden Frau. Lassen Sie mich los! Auf dem Platz links von ihr liegt eine Tasche. Daneben sitzt Riedel in blauem Pullover. Er schaut begeistert zur Leinwand und spricht mit. Oh, Indiana Joe! Riedel lächelt und stopft sich gut gelaunt Popcorn in den Mund. Das Licht geht an. Hinter Riedel erheben sich die wenigen Besucher von ihren Plätzen. Auch er steht auf und zieht einen Duffelcoat über. Zwei Reihen hinter ihm lehnt ein Kahlköpfiger mit geschlossenen Augen reglos in seinem Sessel. Riedel bemerkt ihn. Hallo? Und berührt dessen Arm. Der Film ist vorbei. Der Mann kippt zur Seite. Sein Popcornbecher fällt zu Boden. Riedel schaut erstaunt und dreht sich zur Rotblonden und dem Grauhaarigen. Der Streifenwagen hält vor dem Kino. Hubert und Rebecca steigen aus. Sie gehen zum Eingang. Zu Riedel. Wieso stehst du denn vor der Tür? Die glauben mir nicht, dass ich ein Polizist bin. Ist aber auch schwer, wenn man es nicht weiß. Die haben gesagt, ich schaue zu freundlich aus. Er öffnet die Tür zum Foyer. Zu einem Hageren. Gehen Sie mal auf Zeiten, bitte. Ah, das sind Sie ja. Frank Henke. Mir gehört das Kino. Aha, und wieso stehen es da umeinander? Um die Zeugen zu beruhigen. Wo ist denn der Tode? Können Sie mir bitte folgen? Henke, der Hagere, geht voraus. Auf dem Revier. In Zivil kommt Girwitz herein. Er hält zwei Tüten und eine Zeitung unterm Arm. Kaiser tritt mit Cheftasse auf den Gang. Ach, Herr Girwitz! Der dreht sich zu ihr. Frau Kaiser, hallo! Waren Sie denn schon wieder hier? Was heißt schon wieder? Haben Sie kein Zuhause oder ist Ihnen langweilig oder was? Meinen Sie, es macht mir Spaß, in meinem Urlaub hier aufzutauchen? Proviant dabei, um Sie vor länger zu bleiben. Ja, meine Küche steht unter Wasser. Ich habe die Handwerker im Haus, ja. Aber wenn ich störe, kann ich... Nein. Bleiben Sie ruhig da, aber beschäftigen Sie sich bitte still. Ja, ist ja eh keiner da, nicht. Ein Todesfall im Kino und Riedel hat heute frei. Ja, Personalmanagement nicht. Ich war still. Im Kinosaal sitzt Fuchs im weißen Overall neben der Leiche. Also der verkrampften Haltung und der Mimik nach zu urteilen, glaube ich, ist er erstickt. Zu Hubert. Todeszeitpunkt 16 Uhr. Plus minus 5 Minuten. Das stickt am Popcorn. Ja, wobei ich im oberen Bereich der Luftröhre gar nichts erkennen konnte. Vielleicht liegt der Fremdkörper tiefer. Es könnte natürlich auch ein anaphylaktischer Schock oder eine Lungenembolie gewesen sein. Die Liste der möglichen Ursachen ist lang, einschließlich Vergiftung. Ja, aber wenn man da stickt, da macht man doch Geräusche, da röchelt man, da würgt man. Das ist doch ein Riesenradau. Nee. Wir haben seit gut einem halben Jahr dieses tolle Soundsystem. Henke. 7.1. Komplett digital. Wenn's kracht, dann aber richtig. Ja, in dem Fall stimmt's. Was war das für ein Film? Indiana Joe Teil 12. Cool. Im Foyer, Riedel zu Rebecca. Ich habe den Film schon 11 Mal gesehen, aber noch nie im Kino. Ist bei uns genauso. Ein großartiges Stück Filmgeschichte. Der Grauhaarige. Einige Besucher haben ausgesagt, dass der Tote nicht alleine im Kino saß. Als ich ihn gesehen habe, war er allein. Wann war das ungefähr? Als ich Nachos holen wollte. Und Sie, Frau Timme, ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Rebecca und Riedel sehen zur Rotblonden. Frau Timme, hören Sie uns. Moment, es klappt nicht immer so mit dem Lippenlesen. Der Grauhaarige sitzt neben Frau Timme auf einer Treppe und gebärdet. Meine Frau ist taub. Entschuldigung. Ich kann übersetzen. Warst du nicht mit dir zusammen im Kino? Gab es da Untertitel? Nein, meine Frau geht wegen der Effekte ins Kino. Sie spürt die Vibrationen. Wenn ich zu Hause die Anlage so laut stelle, da beschweren sich die Nachbarn. Ja, das kenne ich. Soll ich jetzt die Frage übersetzen oder nicht? Bitte. Ja. Der tote Mann, ist dir irgendwas aufgefallen? Nervös tippt sich Frau Timme an den Kopf und macht fahrige Gebärden. Riedel nickt. Na, das kann nicht sein. Was kann nicht sein? Also, sie sagt, er hätte einen Hut aufgehabt. Na, schatz, noch einmal, beruhig dich. Du zitterst so mit den Händen, ich verstehe gar kein Wort. Es ist dann wie Stottern. Frau Timme wendet sich erneut ihrem Mann zu und gebärdet. Sie zieht eine imaginäre Hutkrempe herab. Ein
Du musst dich irren. Also, der Tote hat keinen Hund aufgehabt. Und der Platz neben ihm, der war leer. Das heißt, Ihre Frau hat einen Unbekannten gesehen, Sie aber nicht? Als ich ihn gesehen habe, ist alleine da gesessen und zwar ohne Hut. Ja, aber es ist ja oft so, dass Taube besser sehen, so wie Blinde besser hören. Nein, meine Frau hat eine Brille, aber die ist beim Optiker und darum sind wir ziemlich weit vorne gesessen. Fuchs fotografiert die Leiche. Schrecklich, der arme Herr Blüme. Henke. Sie kennen den? Natürlich. Ohne ihn hätte es das Kino in dieser Form gar nicht gegeben. Mit diesem Soundsystem und der 3D-Technik erst. Wieso, was wusste es? Er sitzt neben Henke. Wir sind ein Programmkino. Wir zeigen Arthouse- und Autorenfilme. Filme mit Lokalkolorit. Oder eben Retrospektiven, wie den Indiana Joe. Dementsprechend gering sind unsere Einnahmen. Herr Blümel hatte sich im Kulturausschuss für die Renovierung eingesetzt. Ah, war er sowas wie Stammgast? Ja, er liebte das Kino. Er hat sogar seinen 55. Geburtstag hier gefeiert. Riedel kommt in den Saal. Das Motto war Film Noir. Zwei Gangsterfilme aus den 40ern haben wir für ihn und seine Freunde gezeigt. Riedel sucht etwas. Kann ich helfen? Ja, ich suche einen Hut. Hier ist kein Hut. Doch, da muss aber einer sein. Eine Zeugin hat ausgesagt, dass der Tote einen Hut aufgehabt hat. Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Hat er nicht. Ich selbst habe ihm kurz vor Beginn der Vorstellung noch das Popcorn verkauft. Da war er ohne Hut. Im Streifenwagen Rebecca zu Hubert. Es waren 11 Zuschauer im Kino. Wenn man Riedel und das Opfer abzieht, bleiben 9 übrig. Es gab eine Dreiergruppe, der Rest waren Pärchen. Aber warum sollte sich irgendjemand von denen zum Bühne setzen? Ich weiß nicht, vielleicht ist er später dazugekommen. Es wurden aber nur 11 Karten verkauft. Ja, da ist einer später neu ohne Zahlen. Das haben wir früher immer so gemacht. Und was hat er dann beim Blümel gemacht? Ihm beim Ersticken zugeschaut. Oder nachgeholfen. In Kaisers Büro. Das Problem ist doch, dass keiner der Zeugen sagen kann, wann er den Unbekannten neben dem toten Herrn Blümel gesehen hat. Vielleicht war es ja auch vor dem Mord. Der Film gefällt ihm nicht, er geht wieder. Na, ist ja wurscht, weil Zeit hat er sowieso nicht. Girrwitz lauscht. Frau Timmer hat außerdem ausgesagt, dass sie den Blümel mit einem Hut gesehen haben will. Aber wir haben keinen Hut gefunden. Ist das Ihre blinde Zeugin? Stark kurzsichtig, nicht blind. Und taub. Na, großartig. Da wird sich der Staatsanwalt aber freuen. Girrwitz schaut herein. Ich will ja nicht stören, aber geht's gerade um Josef Blümel? Haben Sie an der Tür gelauscht? Nein, ich habe das zufällig mitbekommen, als ich... Herr Girrwitz, ich habe gar nichts dagegen, dass Sie sich hier aufhalten, wenn Sie nicht alleine sein können. Aber wir kennen die Blümels. Also meine Frau ist mit der Frau von Herrn Blümel bekannt. Wie heißt sie noch gleich? Frau Blümel? Sehr witzig. Als ich noch Polizeirat war, habe ich sie öfter bei offiziellen Anlässen getroffen. Ja, dann ist es ja gut, dass Sie Urlaub haben. Dann brauche ich Sie nicht wegen Befangenheit abzuziehen. Wieso Befangenheit? Ich habe die seit einem Jahr nicht gesehen. Nicht, meine Frau hat ja alle Freunde nach der Scheidung mitgenommen. Ja, dann nutzt uns Ihre Verbindung auch nichts. Sie lächelt kalt. Und die Todesnachricht? Ich meine, irgendwer muss der Frau ja klar machen, dass sich alles geändert hat. Und das trauen Sie Ihrem Kollegen nicht zu? Hubert? Ja. Aber wenn Sie mich fragen... Ja, es fragt Sie aber keiner. Mein lieber Herr Girrwitz, wir kommen hier sehr gut ohne Sie zurecht. Also gehen Sie jetzt bitte nach Hause und versuchen Sie, Ihren überfälligen Urlaub so gut es geht hinter sich zu bringen. Mit einer Rolle Toilettenpapier dreht sich Girrwitz zur Tür und geht. Mit Fahrradhelm kommt Riedel ins Revier und hastet durch den Gang. Ah, Riedel, so eilig? Ja, Todesfall im Kino. Oh, so schnell gehen die freien Tage flöten. Und was liegt an? Ja, Zeugenaussagen auswerten. Ach, wie Silvester helfe ich Ihnen. Wieso? Warum sollen Sie Ihre Freizeit alleine opfern, nicht? Außergewöhnliche Vorkommnisse erfordern außergewöhnliche Opfer. Kommen Sie. Er legt den Arm um Riedel und geht mit ihm den Gang entlang. Ein Blick auf eine Holzbrücke über die Loisach. Die Dächer von Wolfratshausen, am Horizont die Gipfel der Alpen. Mit Sonnenbrille steigt Kaiser aus dem Streifenwagen. Sie und Hubert treten durch ein Gartentor und steuern auf die Tür einer weißen Villa zu. Beide tragen Polizeilederjacken. Kaiser läutet und setzt ihre Sonnenbrille ab. Eine Mollige öffnet. Ja, bitte? Regina Blümel? Ja? Grüß Gott, Sabine Kaiser, Polizei Wolfratshausen. Das ist mein Kollege, Herr Hubert. Ich fahre den Wagen gleich weg. Was für ein Wagen? Ja, meinen Wagen halt, der in der Einfahrt vom Seiberdinger steht. Deshalb hat er Sie doch gerufen. Sowas könnte man auch persönlich regeln.
Das ist ein damischer alter Grantler, wissen Sie? Mei, sind's doch so gut und fahren selber weg. Mein Strudel ist im Ofen. Nein, Entschuldigung, es geht nicht um den Wagen. Also? In der Küche schaut Blümel in den Herd. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt, wegen was Sie da sind. Ja, wir sind wegen der Strudel, den backt's wahrscheinlich für einen Mann, ne? Ja, schon, auch? Ja, nehm an, das ist ein Strudel für zwei Personen. Wahrscheinlich ein Apfelstrudel. Weil es gibt auch andere Strudel, also Quarkstrudel zum Beispiel mag ich persönlich. Mag ich gar nicht. Ja, der Quarkstrudel, der heißt in Österreich, sagen sie, Topfenstrudel. Jetzt kommen Sie mal zur Sache. Ja. Seine Chefin steht neben ihm. Wenn man großen Hunger hat, dann isst man so einen Strudel ja auch ganz gern allein. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Kaiser senkt genervt den Blick. Im Konferenzraum liest Girwitz Zeitung. Girwitz. Was? Ludwig Silbereisen. Riedel schreibt den Namen zu anderen Zeugen auf das Flipchart. Rebecca? Na, das ist ja eine effiziente Arbeitsteilung. Ich hab Urlaub, Frau Jungblut, schon vergessen. Was machst du da? Ja, eigentlich wollte ich die Aussagen zeitlich ordnen. Ein paar haben nämlich das Opfer mit einer anderen Person gesehen. Nur leider konnten die sich nicht erinnern, wann genau das war. Nimm dir doch den Film zur Hilfe. Ich meine, vielleicht schaut man nicht auf die Uhr, wenn man gerade zur Toilette geht, aber man wird sich doch an die Szene erinnern können. Ah ja, und dann könnte ich die Szene der Uhrzeit zuordnen. Ich habe den Film auf DVD. Ja, perfekt. Aber ich gucke einen Film? Prima. Bringen Sie Chips mit. In der Villa. Blümel und die Beamten auf weißen Sofas. Ich kann das einfach nicht begreifen. Ich habe ihn heute früh noch gesehen beim Frühstück. Da wollte er zum Arzt, vom Kino hat er nichts gesagt. Dann wissen Sie wahrscheinlich auch nicht, mit wem er sich im Kino treffen wird. Nein. Blümel hat rotblonde, lange, wellige Haare. Glauben Sie, dass da jemand war, der... Frau Blümel, im Augenblick gehen wir davon aus, dass es ein tragischer Unfall war. Aber natürlich stellen wir uns die Frage, warum niemand Hilfe geholt hat. Hatte Ihr Mann Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Ja, da gab es Leute, die vielleicht neidisch waren. Neidisch? Auf was denn? Ja, auf das Öster. Aber die Leute, mit denen wir uns umgeben, die sind uns gleichgestellt. Was hat denn Ihr Mann so Gleichgestelltes gemacht? Er war Hersteller und Vermieter von Luxuswohnwagen. Also, und da kann man nachmittags dann einfach mal so ins Kino. Ja, vom Kino habe ich nichts gewusst. Er wollte zum Arzt. Mit Hut? Das weiß ich nicht. Sie hat ein üppiges Dekolleté. Aber seit er keine Haare mehr hatte, wurden ihm seine Hüte immer wichtiger. Im Konferenzraum. Die ersten vier übernehme ich. Rebecca geht. Riedel hantiert an einem DVD-Spieler. Und Sie meinen, das klappt? Szene raussuchen, Laufzeit notieren und dann mit der Uhrzeit abgleichen? Da müssen wir schon wissen, wann der Film genau angefangen hat, was? 15:05 Uhr. Riedel richtet die Fernbedienung auf den DVD-Spieler. Girwitz isst eine Handvoll Chips. Der Röhrenfernseher flimmert. Riedel schlägt die Fernbedienung auf den Tisch. In der Villa. Der Blick gleitet an einem Regal mit vielen Hüten herab. Wie es ausschaut, hat er doch einen Haufen Hausche verloren. Ich glaube, dass das an den Hüten gelegen hat. Man sagt ja, dass Kopfbedeckungen den Haarausfall begünstigen. Deswegen habe ich nie einen Mützen auf. Ne? Sie stehen vor einem Schrank, ja, mit weiteren Hüten darauf. Sind die teuer? Och und ob. Der Josef hat ja die meisten Hüte bei Versteigerungen gekauft. Mhm. Vor allem die Hüte von den Stars und aus den Filmen. Ach, die haben ja ein Heidengeld gekostet. Hat er solche Hüte denn auch getragen? Wenn sie in seiner Größe waren? Ja, und Filter vielleicht, oder? Das weiß ich nicht, aber er hat eine Liste gehabt. Blümel holt sie aus dem Schrank. Da hat er nämlich alles dokumentiert. Hubert nimmt einer Johnny Depp-Figur einen Piratendreispitz ab. Ist das Sombrero, oder? Da fragen Sie am besten den Linnemann. Ihm gehört die Hutmacherei. Der Josef hat viel bei ihm gekauft. Mhm. Die hier auch? Eine Polizeimütze. Die ist ja echt. Kaiser und Blümel schauen prüfend hinein. Also wenn die echt ist, dann kann sie bloß diesen dämlichen Polizisten gehören. Wie hieß denn der noch gleich? Und dem seine Frau, die ging mir immer so auf den Keks. Und er wollte ja unbedingt fürs Bürgermeisteramt kandidieren. Und direkt angebiedert haben sich die, weil mein Josef ja seinerzeit im Stadtrat gesessen hat. Aber ich kann ja nur den Namen nicht sagen, aber Polizeirat ist er nimmer, das weiß ich. Auf einer Straße entfernt sich der Streifenwagen mit Hubert und Kaiser. Ist das zu fassen? Der verschenkt seine Dienstmütze?
Ja, aber Sie hätten die ja gleich mitnehmen können. Ein ehemaliger Polizeirat, der einem hutsammelnden Stadtratsmitglied seine Dienstmütze schenkt, um sich Stimmen bei der Bürgermeisterwahl zu sichern. Muss ich noch mehr sagen? Das ist doch typisch. Im Revier. Riedel, was hätten Sie denn gemacht, wenn der Blümel neben Ihnen erstickt wäre? Hm? Heimlichgriff. Ja, damit hätte der Sitznachbar dem Blümel helfen können. Aha. Und wo erkennen Sie den? Erste-Hilfe-Kurs. Zeigen Sie mal. Riedel umfasst von hinten Girwitz' Brust. Also, Sie müssen sich umdrehen. Mhm. Genau. Und dann Vorsicht, nicht erschrecken. Hier so mit der Faust, also eine Art Faust. Mhm. Ah, da störe ich. Riedel zeigt mir gerade den Heimlichgriff. Was gibt's? Ja, ich habe den Silbereisen erreicht. Der hat sich gerade eine Cola geholt, als sich Indiana Joe im Film eine Tüte Datteln gekauft hat. Und dabei hat er den Sitznachbarn gesehen. Ach, das ist da, wo er gerade in Afrika ankommt, klar. Ja, passen Sie auf mit dem Heimlichgriff. Ich habe gehört, wenn man zu weit oben anfasst, dann kann man ihm Rippen brechen. Girwitz hält sich die Seiten. Oh! Oh, Riedel, Sie Riesenrindvieh. Alles okay? Oh, was? In der Rechtsmedizin. Das Opfer ist an einer Fremdkörperaspiration verendet. Bitte? Er hat sich verschluckt. Fuchs setzt sich. Das hier habe ich seiner Luftröhre entnommen. Popcorn. Da hat aber niemand nachgeholfen. Ich wüsste nicht wie. Allerdings finde ich auffällig, dass er sich kurz vor seinem Tod ein Stück seines Daumennagels abgerissen hat. Vielleicht hat er sich am Sitz festgekrallt. Ja, oder er hat irgendwas festgehalten, was ihm aus der Hand gerissen wurde. Ein Hut zum Beispiel. Was allerdings nicht Beweisstück B erklärt. Was ist das? Ein Flusen. Den habe ich an seinem Kinn entdeckt. Und der stammt nicht von seiner Kleidung. Im Streifenwagen zu Kaiser. Also, für mich war das so. Der Blümel sitzt im Kino neben seinem Mörder. Hä? Die fangen an zu streiten, wahrscheinlich geht es um den Hut. Jetzt sorgt der Mörder dafür, dass der Blümel sich verschluckt und drückt ihn dann noch mit dem Ellerbogen in den Sitz rein. Ja? Und dabei bleibt der Flusen da am Kinn hängen. Herr Hubert, man kann einen Verschluck nicht absichtlich hervorrufen. Doch, wenn man wen erschreckt. Ja, aber dann ist das doch keine Absicht. Wenn man wen absichtlich erschreckt. Ja, wäre es immer noch Zufall, wenn man sich verschluckt. Der Streifenwagen fährt auf einer Brücke über die Loisach, passiert die weiße St. Michaelskirche und stoppt auf dem Parkplatz vor dem Revier. Von mir aus hat sich der Blümel versehentlich verschluckt und der Mörder hat ihn spontan umgebracht. Überprüfen Sie erstmal Ihre Huttheorie. Ja, Franz, halt mit zum Hutmacher. Na, ich habe noch eine andere Hutsache, der ich nachgehen muss. Ja, wird's vielleicht doch noch ein schöner Tag. Das habe ich gehört. Kaiser geht hinein. Hubert steigt wieder in den Wagen. Im Konferenzraum liegt Girwitz rücklings auf dem Tisch. Ah. Jetzt wird's gleich besser, Herr Girwitz. Ah, ja. Das ist so. Rebecca kommt mit einem Kühlgelkissen. So, Vorsicht. Und legt es ihm auf den Oberbauch. Was ist denn hier schon wieder los? Herr Girwitz, in mein Büro und zwar sofort. Was? Sie sollen in Ihr Büro kommen. Wie? Komm mit. Jetzt? Ja. Oh! Rebecca und Riedel halten Girwitz Hände und helfen ihm auf. Oh. Oh. Das weiße Polizeirevier in Kaisers Büro. Wer hat meine Mütze? Jetzt tun Sie mal nicht so. Sie haben selbst gesagt, Sie kennen die Blümels von früher. Stichwort Bürgermeisterkandidatur. Ja, aber deswegen gebe ich dem Blümel doch nicht meine Mütze. Ich meine, und selbst ich bin damals Polizeirat, ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Ja, so, mir sind Sie Rechenschaft schuldig. Ich bin jetzt Polizeirätin. Aber das kann nicht meine Mütze sein. Ja, dann fahren Sie jetzt nach Hause und holen Sie Ihre Mütze. Was? Ich bin verwundet. Ja, soll ich Sie fahren? In Ihrem Auto, da habe ich auch noch Kreuzschmerzen. Nee, ich nehme ein Taxi. Können Sie mir das rufen? Ja, genau. So sehe ich aus. Girwitz schaut verständnislos. Wie? Kaiser blickt ihn mit Nachdruck an. Girwitz nickt bitter und geht. Mit Handy am Ohr steht er vor Blümels Villa. Ja, hier ist sein Ex. Raimund. Ja, ja. Ja, sag mal, hast du diesem Blümel meine Dienstmütze gegeben? Hä? Dieser Karawan-Heinz. Ja. Mit der Frau, die so gut backen. Ja, genau. Der Apfelstrudel. Sag mal, bist du noch ganz bei Trost? Ich meine, wenn das rauskommt. Hey, was soll das heißen? Die hat nur rumgelegen. Er nimmt das Handy runter und sieht darauf. Der Streifenwagen parkt vor einem Geschäft mit großer Fensterfront. Neben der Tür ein altmodisches Firmenschild. Darauf steht Hut Linnemann. Hubert steigt aus, zieht seine helle Jeans ein Stück hoch und tritt ein.
zu einem Kurzhaarigen. Servus, Hubert, Polizeiwahl vor Zausen. Wir haben schon zu. Polizeimützen haben wir auch nicht. Oh, das ist dann ein ganz lustiger, hä? Wo ist denn der Chef? Chef? Der Kurzhaarige hantiert mit einem Schweißband. Ein Untersetzter kommt. Was gibt's? Vor der Villa reibt sich Girwitz nervös übers Gesicht. In blauer Steppjacke steuert er auf das niedrige Gartentor zu und drückt auf die Klingel. Er öffnet das Tor und geht zur Haustür. Blümel kommt telefonierend heraus. Ja, das hat man sich auch besprochen, gell? Kleinen Moment bitte. Ja? Frau Blümel, Sie glauben gar nicht, wie leid mir das mit Ihrem Mann tut. Wer sind Sie denn? Girwitz, wir kennen uns doch vom Rathaus. Girwitz, warte, öfter. Ach, du lieber. Ja, Herr Girwitz, ich erinnere mich. Sie sind der mit der unmöglichen Frau. Ja, die ist immer noch so nervig. Ja, ich hätte dringend was mit Ihnen. Dürfte ich vielleicht. Herr Lindemann, ich rufe Sie später zurück. Ja, danke. Sie legt auf. Danke. Girwitz folgt ihr ins Haus. Im Hutgeschäft Lindemann, der Untersetzte. Ja, das ist jetzt so blöd mit dem Josef. Es gibt ja nicht mehr viel, die Hüte sammeln oder sogar welche dran. Die meisten wollen Trachten hört, aber der Josef, der war immer auf der Suche nach ganz was Besonderem. Mhm. Wie viele Hüte hat denn der gekauft so im Jahr? Ja, kauft eher weniger. Aufrichten hat er's lassen. Er hat seine Hirte auf Auktionen und im Internet ersteigert. Meistens so Hirte aus den 30er und aus den 40er Jahren. Und ich hab's dann rund erneuert. Ja, neues Schweißband, neues Innenfutter. Also gar keine neuen, oder? Na, nur schon aus Qualitätsgründen. So ein Fuß größer hätte gar nicht mehr. Waren da auch recht wertvolle drunter? Freilich. Aber die hat er alle so belassen, wie es waren. Mhm. Filmrequisiten. Mit dem Originalschweiß vom Darsteller. Er hat einen Hut von einer Western-Legende, der hat nur 35.000 Euro gekostet. 35? Oh, mei. Taten Sie mit mir zu Frau Blümel fahren und schauen, ob da irgendwelche Hüte fehlen. Nein, heute nicht mehr. Aber David, fahr halt du mit. Zum Kurzhaarigen. Der kennt sich auch aus. In der Villa führt Blümel Girwitz in das Hutzimmer mit überlebensgroßen Figuren von Filmstars. Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Sammlung. Toll. Er stellt sich vor den Schrank. Aber Sie sind doch jetzt nicht wegen der Hutsammlung von meinem Mann da, oder? Nein, obwohl, ja, ich habe einen ganz speziellen Auftrag. Es ist eigentlich so, ich mach mal auf. Nur keine Eile. Girwitz greift zu seiner Mütze auf dem Schrank. Er hält sich die Seite. Vor der Haustür stehen Hubert und David. Weidner? Ja, die Hutsammlung von ihrem Mann müssen wir uns noch mal anschauen. Rasch steckt Girwitz die Mütze hinten in seine Hose. Was hat das jetzt mit dem speziellen Auftrag zu tun? Was denn für ein spezieller Auftrag? Ja, vom Herrn Girwitz. Achso, der, ja. Herr Girwitz, wo ging's da noch mal schnell? Um diese Einbruchsserie. Achso, wo der Unbekannte persönliche Sachen verschenkt und die sich dann heimlich wieder zurückholt, oder? Ja, das sind wir über einen Komplizen draufgekommen, der eigentlich immer loyal war, aber plötzlich eine sadistische Art entwickelt hat und einen eigenartigen Humor, nicht? Sowas rächt sich ja immer. Tja, das glaube ich eher nicht. Und was hat das jetzt alles mit den Hüten von meinem Mann zu tun? David prüft das Regal. Wir gehen davon aus, dass Ihr Mann nicht freiwillig erstickt ist. Wer erstickt schon freiwillig? Was der Kollege sagen will, Ihr Gatte ist ermordet worden. Mord? David fällt etwas runter. Hoppala, ist was passiert? Na, also ich bin jetzt auch fertig. Von den wertvollen Hüten fehlt nichts. Aha, da sind Sie alle sicher. Ja, also der Casablanca, die zwei von Johnny Depp, der Sinatra, der Westernhut, der Cowboyhut und der Zylinder von Abraham Lincoln. Wie, der echte? Tja, müsste eigentlich ein Loch drin sein, oder? Er schaut, dass keiner fehlt, ne? Naja, also ein Hut fehlt nicht, aber Mützen, eine Polizeimütze. Oh. Blümel und Hubert fixieren Girwitz, der schaut ertappt. Schämen Sie sich! So was Pietätloses habe ich ja noch nie erlebt. Frau Blümel, raus! Sie hält die Mütze in der Hand. Girwitz trollt sich. Auf Wiedersehen, Herr Weidner. Und sag's dem Herrn Lindemann, ich rufe ihn heute noch zurück. Mach ich. Hubert mit zwei Ordnern. Der Lindemann hat Sie angerufen. Was hat denn der geholt? Das weiß ich nicht, weil ja Ihr Kollege gerade geläutet hat. Ja, da. Blümel verschwindet im Haus. Ein Blick auf ein sonniges Tal im Nebel. Am Horizont Berge. Vor dem Revier parkt der Streifenwagen. Im Konferenzraum schläft Riedel mit zurückgelegtem Kopf auf einem Stuhl. Der Bildschirm flimmert.
Kaiser kommt mit ihrer Cheftasse über den Gang, bemerkt Riedel und dreht sich fragend zu Hubert. Der legt einen Finger vor die Lippen. Die zwei treten ein. Hubert schaltet den Fernseher aus. Kaiser wedelt mit der Hand vor Riedels Gesicht. Der blinzelt. Herr Riedel. Er richtet sich auf. Morgen. Und starrt Kaiser an. Ich hab's. Aha, was hast du? Riedel stellt sich vor eine Wand mit Zetteln. Sein Hemd hängt aus der Hose. Ich hab die ganze Nacht die Szenen rausgesucht. Ah, cool. Also, zum ersten Mal wurde der Blümel gesehen von der Irina Becker. Senkblase, deshalb Toilettengang bei Minute 11. Auf jeden Fall war der Blümel da allein gesessen. So, den Fremden hat als erstes der Silbereisen gesehen. Und zwar bei Minute 43, da, wo sich der Indiana Joe die Datteln in Kairo kauft. Und da ist er nämlich dem Blümel über die Füße gestolpert und da hat er bemerkt, dass der sich gerade der Fremde zu ihm gesetzt hat. Da hat der Indianer aber schon die Datteln zusammengefressen gehabt, oder? Zu welcher Zeit hat die Zimmer denn den Hut bemerkt? 7 Minuten später. Die wollte sich nämlich gerade Nachos holen, da hat aber der krasse Kampf am Flugzeug stattgefunden. Und ihr Mann, der Ulf Timmel, der hat ihr gesagt, dass er den Nachos nach dem Kampf holen wird. Wann war das? Um 15.55 Uhr. Ziemlich genau der Todeszeitpunkt. Wie lange dauert denn die Szene? 4,5 Minuten. 4,5 Minuten, das langt ja locker zum Ersticken. Wann hat denn der Timmel für seine Frau den Anschluss geholt? Das war da, als das Flugzeug explodiert ist. Ja, da muss der Timmel den Täter beim Verlassen des Kinos nur knapp verpasst haben. Ich glaube, mit dem Ehepaar Timmel würde ich mich mal unterhalten. Ja, und ich mich mit dem Herrn Linnemann. Mit dem Anton Linnemann? Jawohl. Nachdenklich sieht Riedel den beiden hinterher. Der Streifenwagen nähert sich auf einer Landstraße. Zu Hubert am Steuer. Der Anton Lindemann hat den Originalhut für den Indiana Joe gemacht. Hast du das gewusst? Na. Ja, und angeblich hat er schon vorher seine Hüte beim Lindemann bestellt. Also privat natürlich. Und so sind sie ja erst auf den gekommen. Tja, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, und nach den Dreharbeiten hat der Indiana Joe den Hut unterschrieben und an den Lindemann zurückgeschickt. Nein. Ich würde den Hut so gern mal sehen. Aber der Lindemann, der mag die Indiana Joe-Fans nicht. Verstehe gar nicht. Im Revier Rebecca, Kaiser und das Ehepaar Timme. Sie bleiben bei der Aussage, dass das Opfer einen Hut getragen hat. Frau Timme nickt. Ja. So viel verstehe ich auch noch. Und Sie? Was und ich? Sie haben ausgesagt, dass Sie das Kino direkt nach der Explosionsszene verlassen haben, um Nachos zu kaufen. Richtig. Ja, dann müssen Sie das Kino verlassen haben, kurz nachdem der Mörder raus ist. Mörder? Er blickt ungläubig. Der Mann ist ermordet worden? Davon gehen wir aus. Im Hutgeschäft. David legt eine Kordel um einen Trachtenhut. Er blickt durch die Fensterfront zum ankommenden Streifenwagen. Hubert und Riedel steigen aus. Die Polizisten steuern auf die Glastür zu. Servus. Servus. Wo ist denn der Chef? Unterwegs. Aha, bei der Frau Blümel vielleicht. Keine Ahnung, der müsste aber bald wieder da sein. Ja, und wo ist der Hut? Riedel. Ganz viele, bitte. Auf dem Revier. Ist Ihnen sonst irgendetwas aufgefallen? Nein, also die Verkaufstheke die war geschlossen und deswegen bin ich wieder zurück ins Kino. Seine Frau tippt ihn an und gebärdet. Aufmerksam sehen Kaiser und Rebecca zu. Was ist los? Also meine Frau meint, dass sie hätte den Kinobesitzer mit dem toten Mann streiten sehen, bevor der Film angefangen hat. Kaiser und Rebecca tauschen einen Blick. Wissen Sie, worum es dabei ging? Nein, die haben so schnell gesprochen, da hat sie nichts verstanden. Also nur der Tote hat gesagt, unsere Abmachung kannst du vergessen. Rebecca berührt ihr Kinn und bewegt die Hand nach vorn. Was war das? Danke. Oh. Kaiser macht es nach. Bei Linnemann vor einer Vitrine. Hupsi, das ist er. Mhm. Hey, weißt du, wo der Hut schon überall war? Na. Herr Ruh, Afrika, Thailand. Reisehut. Ja. Echte Fans, die wissen alles über den Hut. Das ist eine regelrechte Pilgerstätte hier geworden. Deswegen steht er jetzt auch hier hinten und nimmer vor dem Geschäft. An Chef haben die Leute mehr. Darf ich ihn mal rausholen? Nein, das darf er nicht. Linnemann kommt. Lass du mir das aus. David geht. Sie haben gestern mit der Frau Blümel telefoniert. Warum eigentlich? Ja, ich hab ihr mein Beileid ausgesprochen. Also, dann geht es zum Kundenservice. Da waren sie aber schnell. Ja, was glauben Sie? Die im Internet, die warten doch bloß drauf, dass die Frau Blümel über den Tisch ziehen können. Mhm, und sie nicht, oder? Riedel macht Selfies. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Vor dem Hut. Der Blümel, das liegt im Kino. Einen Tag später kaufen Sie seine Hüte. Tragen Sie privat auch einen Hut? Ehrlich? Gestern? Um 4? Im Kino auch? Glauben Sie vielleicht, dass ich den Herrn Blümel wegen ein paar Hirt
Ich war gestern Nachmittag um 4 bei einem befreundeten Hutmacher in Deitz. Ja, da brauchen wir den Namen und die Adresse. Sag, Edel, hör mal auf jetzt. Im Streifenwagen hält Riedel sein Handy hoch. Er und Hubert lauschen. Jens Adelberger. Ich habe ihn telefonisch erreicht. Der kennt Linnemann wohl schon seit Jahren. Und er hat sein Alibi bestätigt. Der ist wohl erst gegen 4:30 von ihm weggefahren. Ja, super. Und jetzt? Was mit der Familie Timme? Ja, was ist mit den Timmes? Janina Timme hat ausgesagt, dass sie einen Streit zwischen Josef Blümel und dem Kinobesitzer Henke mitbekommen hat. Und sie hat wohl von seinen Lippen ablesen können, sowas wie, die Abmachung kannst du vergessen. Was denn für eine Abmachung? Weiß ich nicht. Aber der Henke, also dieser Kinotyp, der ist komplett pleite. Der kann nicht mal seine Renovierung bezahlen. Und der Blümel wollte ihm wohl helfen, hat aber gestern sein Angebot zurückgezogen. Aha, warum? Das weiß ich auch nicht. Vor dem Kino parkt der Streifenwagen neben einem Plakat von Indiana Joe Teil 13. Im Foyer sitzt Henke an der Kasse. Wie kommen Sie darauf, dass ich pleite bin? Ja, sagt Ihre Bank. Warum erkundigen Sie sich über mich? Weil Sie Hauptverdächtige sind im Mordfall Blümel. Zuerst war es der Linnemann, der Hutmacher vom Indiana Joe. Mord? Aber Herr Blümel ist doch bloß... Erstickt ist er doch bloß. Der wollte Ihre Kredite übernehmen und gestern Nachmittag urplötzlich im Kino entscheidet er sich um. Warum? Wie kommen Sie darauf? Wir haben eine Zeugin. Eine Taubstumme. Er wird sich vielleicht geirrt haben. Ich meine, wenn sie taubstumm ist. Ich kann aber Lippen lesen. Super, Riedel. Tolle Information. Ja, frag noch mal, wo er war, als das Flugzeug explodiert ist. Was denn für ein Flugzeug? Ja, im Film zur Tatzeit. In meinem Büro. Kann das wer bezeugen? Hören Sie, ich habe Herrn Blümel nicht umgebracht, auch nicht wegen sowas. Jetzt noch mal. Der wollte Ihre Kredite übernehmen. Und plötzlich entscheidet er sich um. Warum? Da muss doch was passiert sein. Er hat das wohl zwischen mir und seiner Frau herausgefunden. Die Polizisten tauschen einen Blick. Im Garten von Blümels Villa steht Girwitz in Uniform neben einer Hecke. Er hebt ein Fernglas vor seine Augen und blickt auf die Terrassentüren. Dahinter nehmen Hubert, Riedel und Blümel auf den weißen Sofas Platz. Ich soll ein Verhältnis mit dem Herrn Henke haben. Riedel schaut hilfesuchend zu Hubert. Ja, Sie sind sogar sein Alibi. Er hat behauptet, dass er zur Tatzeit bei Ihnen war, um Sie zu warnen. Ja, wovor denn warnen? Vor Ihrem Mann. Genau. Der wollte die Kredite vom Henke nicht mehr übernehmen. Wahrscheinlich hat er von Ihrem Verhältnis gewusst. Das ist eine ungeheuerliche Frechheit. Dann war der Henke also nicht hier. Ich bin eine verheiratete Frau. Ich würde niemals meinen Mann betrügen. Sie streicht ihr Haar zurück. Können Sie sich vorstellen, dass der Henke aus Eifersucht Ihren Mann umbringt? Jetzt habe ich es einer schon mal gesagt. Ich kenne den Henke nicht. Jedenfalls nicht so, wie er behauptet. Empört lehnt sich Blümel nach hinten und schließt die Augen. Im Garten nimmt Girwitz das Fernglas runter. Hubert und Riedel steuern auf den Streifenwagen zu. Also ich glaube, die lügt. Ich meine, es deckt sich doch keiner Verhältnis aus, nur damit er Alibi hat. Was meinst du? Ja, das hört sich doch gut an. Riedel, du musst nicht immer zu allem Ja sagen. Du kannst da mal eine eigene Theorie entwickeln, eine eigene Meinung haben. Also ich glaube, dass dir das hilft. Ja gut, dann denke ich, dass die Frau Blümel die Wahrheit sagt. Das ist ja wohl der komplette Schwachsinn. Er steigt ein. Riedel schaut verwirrt und nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Girwitz schleicht durch den Garten ein paar Steinstufen hoch in Richtung der Wohnzimmerfenster. Dabei sieht er sich aufmerksam um. In der Villa kommt Blümel in einem schwarzen Cape eine Treppe herab zu einer Kücheninsel. Sie legt ihren Ehering ab, packt Handy und Schlüssel in eine rote Handtasche, nimmt Lederhandschuhe und entfernt sich über eine Galerie. Vom Wohnzimmer aus späht Girwitz durch eine Tür zu ihr hoch. Vorsichtig pirscht er herein. Im Streifenwagen beobachten Hubert und Riedel, wie Blümel in roten Pumps davoneilt. Schau, jetzt wird's unruhig, die Dame. Blümel macht kehrt. Ey, das ist doch der Henke. Mhm. Jetzt wird's interessant. Ich bin mal gespannt, was die beiden vorhaben. Soll ich jetzt wieder was vermuten? Na, du brauchst nicht. Im Hutzimmer nimmt Girwitz seine Mütze vom Ständer und stülpt eine andere darüber. Er dreht sich zur Tür, verharrt und weicht langsam zurück. Regina, bitte. Du musst mir helfen. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wie konntest du nur? An der Kücheninsel. Wir haben doch ausgemacht, dass das unter uns bleibt. Die wollen mir Josefs Tod in die Schuhe schieben.
Was soll ich denn machen? Du musst ihm bestätigen, dass wir beide gestern zusammen waren. Auf gar keinen Fall. Wie stehe ich denn da, wenn das rauskommt? Ich, gehobene Gesellschaft. Girrwitz stößt gegen ein Bartischchen. Eine der Figuren fällt um. Henke und Blümel horchen auf. Was war das? Sie folgt Henke ins Hutzimmer. Henke hat aschblonde, zerzauste Haare und blaue Augen. Niemand drin. Sein längliches Gesicht ist von Falten durchzogen. Ich glaube, ich höre schon Gespenster. Aber ich hab's doch auch gehört. Sie lächeln sich an. Blümel streicht Henke über die Wange. Mei, was ist denn das mit uns? Wir haben so viel gemeinsam. Girrwitz steht als Polizist neben der Johnny Depp-Figur. Wir haben sogar die gleichen Wahnvorstellungen. Draußen nähern sich Hubert und Riedel unter einem Vordach einer Hintertür. Hubert zieht am Griff. Scheißdreck, du hast zu. Er schaut zu einem Balkon. Riedel, Räuberleiter. Ah, okay, und wer ist der Räuber? Du bist auf jeden Fall die Leiter. Zack. Riedel lehnt sich an die Hauswand, geht leicht in die Knie und verschränkt seine Hände vor sich. Hubert stellt seinen Fuß hinein. Ah, du stehst auf meiner Hand. Ich weiß, aber das ist der Sinn von der Räuberleiter. Hubert steigt wieder ab. So. Er stellt einen Stuhl an die Wand. Bitte? Und zeigt nach oben. Riedel steigt auf den Stuhl, hält sich am Vordach fest und setzt sich auf ein Fensterbrett. Riedel hieft sich aufs Vordach. Im Hutzimmer. Es ist besser, wenn wir uns jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Aber... Ach, das Telefon. Bin gleich wieder da. Sie löst sich von Henke. Aber... Noch immer steht Girrwitz in Uniform und mit Mütze reglos neben Johnny Depp. Er hält eine Hand am Revers. Unter dem Rand seines Mützenschirms späht er zu Henke. Der hebt eine Eiszange auf und legt sie auf das Bartischchen. Henke nimmt eine Karaffe und gießt sich dunkle Flüssigkeit ein. Er schließt die Karaffe, führt das Glas zum Mund und trinkt. Dabei fällt sein Blick auf Girrwitz, der leicht den Kopf senkt und wieder verharrt. Misstrauisch geht Henke mit dem Glas auf ihn zu und schiebt ihm die Mütze hoch. Nat. Blümel sitzt neben Henke auf einem Sofa, hält die Mütze auf dem Schoß und sieht von Girrwitz zu Hubert. Von wegen undercover. Wegen meiner Mütze war er da. Wie war das jetzt mit Ihnen und dem Herrn Henke? Sie tätschelt dessen Knie. Also der Frank und ich, wir haben uns auf der Geburtstagsfeier meines Mannes im Kino kennengelernt. Aber Sie müssen mir glauben, Herr Hubert, ich bin nicht so eine Frau. Aber beim Frank und mir, das war sofort so eine... innere Verbindung. Da haben Sie sich offenbar während der Tatzeit innerlich verbunden. Unangemeldet ist er gekommen. Ich habe halt geglaubt, dass der Herr Blümel von uns weiß. Er war so zweideutig. Als Liebhaber merkt man das. Euch ist schon klar, dass jetzt von beiden das Alibi wackelt, oder? Jetzt hören Sie aber auf. Ich lasse doch nicht meinen Mann ersticken. Sie müssen uns glauben, Regina und ich waren von 4:30 bis 5:30 zusammen. Warum hatten der Indiana Joe keinen Hut auf? Weil der Indianer schon noch nie einen Hut aufgehabt hat. Der Josef hat das Kostüm für ein Heidengeld in einem Internetforum ersteigert. Und ein Hut ist nicht dabei gewesen. Moment mal, das sind jetzt aber nicht alles Originalrequisiten, oder? Sicher. Ein Mann hat sich doch nicht mit nachgemachtem Zeug abgegeben. Staunend bläst Riedel die Wangen auf. Im Vorraum. Josef Blümel hat im letzten Jahr Stück für Stück das Kostüm zusammengetragen. Hier sind Quittungen und Überweisungsbelege. Nur der Hut fehlt. Den hat ja auch der Lindemann. Genau. Und der hat ausgesagt, dass der Blümel hier in so einem Hutforum aktiv war. Sie, Hubert und Riedel vor dem Bildschirm. In dem Kommentar prahlt er damit, dass er das Kostüm von Indiana Joe bald vollständig hat. Vor 2 Tagen? Ja, wenn ich das Passwort knacken könnte, dann könnte ich auch auf seine privaten Nachrichten zugreifen. Ja, knack's halt. Oh, was macht denn der Fall Blümel? Ja, neue Spur. Schön. Und wo ist Kollege Girrwitz? In seinem Büro. Kaiser will gehen. In ihrem Büro. Schaut verärgert zu Riedel und entfernt sich in die entgegengesetzte Richtung. Wieso verschenkt Ihre Frau ihre Dienstmütze? Sie steht vor Girrwitz. Das war wegen so einem Campingurlaub am Gardasee. Nicht mit so einem Luxusmobil. 3 Wochen zum Preis von einer. Ich hab gedacht, das wäre ein Rabatt, aber das war wegen der Dienstmütze. Also, Herr Girrwitz, wenn das rauskommt, haben Sie ein Bestechungsverfahren am Hals.
Kaiser setzt sich ihm gegenüber auf ihren Schreibtischstuhl. Also gut, passen Sie auf. Ich werde Ihre Mütze als im Dienst verloren melden, eine neue beantragen. Und bis die neue eingetroffen ist, möchte ich Sie hier nicht mehr sehen. Sie wendet sich wieder ihrer Tastatur zu. Was soll ich denn machen? Ich meine, das ist mein erster Urlaub nach der Scheidung. Mir fällt doch zu Hause die Decke am Kopf. Dann fahren Sie halt mal weg, ans Meer, in die Berge. Kein Mensch fährt hier in die Berge. Ach, Herr Gerwitz. Wenn es Ihnen irgendwie hilft, dann gehe ich heute Abend mit Ihnen auf ein Bier. Hm? Ich trinke nur Rotwein. Hubert und Riedel bei Linnemann im Geschäft. Natürlich hat mir der Josef anbettelt, dass ich ihm den Hut gebe. Mhm. Warum haben Sie es nicht gemacht? Ja, weil ich doch die niemals verkauft hat. Machen Sie mal auf. Und mein Alibi? Aufmachen. Aber der Hut war seit 30 Jahren nicht mehr an der Luft. Ja, dann wird's höchste Zeit. Riedel nickt eifrig. Linnemann schluckt. Er dreht sich zu dem Hut, einem braunen, breitkrempigen Fedora, und hebt vorsichtig die Plexiglashaube der Vitrine hoch. Riedel starrt andächtig zum Hut. Er lächelt und greift danach. Darf ich? Aber mit Vorsicht bitte, ja? Jede Tulle, jedes Staubkorn. Ja, da passt man schon auf. Hubert nimmt den Hut. Ist noch vom letzten Drehtag. Entschuldigung. Mit den Fingern wischt er Staub vom Hut. Der Sebastiani-Steg über die Loisach. Der Streifenwagen fährt durch Wolfratshausen. Im Revier steht Linnemann vor dem Ehepaar Timme und Hubert. Frau Timme, lassen Sie sich ruhig Zeit. Die nickt. Sie inspiziert drei Hüte, die vor ihr auf dem Tisch liegen. Frau Timme ist schlank, hat schulterlange Haare und braune Augen. Sie greift nach dem Indiana-Joe-Hut. Halt, Gottes Willen, nicht anlangen. Ja, sagen Sie mal, sind Sie taub? Ja. Linnemann schaut argwöhnisch. Frau Timme zuckt mit den Achseln. Sie ist sich nicht sicher. Sie gebärdet. Die Farbe sagt, sie weiß nicht, es war dunkel im Kino. Und bei der Form sagt sie, die sind alle so ähnlich. Mhm. Frau Timme, tun Sie mal Brille runter. Ja, wieso das jetzt? Ja, im Kino hat sie auch keine Brillen aufgehabt. Ha. Okay. Spatzel, magst du die Brille runternehmen? Mhm. Sie setzt ihre große Brille ab, kneift die Augen zusammen und beugt sich wieder zu den Hüten. Hubert beobachtet Linnemann, der Frau Timme angespannt zuschaut. Die zeigt freudig auf einen anderen Hut. Linnemann lächelt. Sie hat ihn. Scheiße. Na also, das hab ich doch gleich gesagt. Warum soll ich dem Blümel mein Lebenswerk verkaufen? Ha? Er nimmt den Indianer-Joe-Hut. So, und wenn meinem Hut irgendwas passiert ist, ja, dann wäre ich den Freistaat Bayern verklagen, und zwar gleich dermal. Er reibt seine Finger. Sag mal, was ist denn das? Das ist ja gar kein Wüstenstaub. Das ist irgendwas anders. Linnemann riecht am Schweißband. Und nach Schweiß riecht er auch nicht mehr. Das ist nicht mein Hut. Sind Sie einer da sicher? Natürlich bin ich mir da sicher. Der Hut, der ist auf alt gemacht. Allerdings muss ich sagen, gute Arbeit. Er wirft ihn auf den Tisch. Rebecca kommt. Herr Hubert, kommen Sie mal. Der verlässt den Konferenzraum. Der Blick gleitet über die zwei braunen Hüte auf dem Tisch zum Schwarzen. Ich habe das Kennwort von Blümel geknackt. Hier hat er mit einem gewissen Hutlover geschrieben. Und jetzt ratet mal, was er dem Blümel für 50.000 Euro angeboten hat. Sie dreht sich zu Riedel. Den Hut vom Indiana Joe. Tja, da muss jetzt dem Hutlover ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Vor dem Kino. Der Blick nähert sich den beleuchteten Schaukästen und der Indiana Joe-Figur. Drinnen. Ein Blick vom dunklen Kinosaal durch ein schmales, erleuchtetes Fenster auf den Projektor. In einem Kinosessel sitzt Rebecca und starrt nach vorn. In einem anderen stopft sich Riedel Popcorn in den Mund. Vor ihm geht jemand vorbei. Hubert wirft einen Blick über die Schulter zu Rebecca. Die Gestalt setzt sich auf einen freien Platz neben die Polizistin. Es ist David. Er trägt eine grob gestrickte Wolljacke und einen Schal. Frau Zylinder? Herr Hutlerer? Haben Sie das Geld? Psst! Riedel hebt den Finger. Haben Sie den Hut? David greift neben sich und zeigt Rebecca einen braunen Fedora. Ich habe dem Herrn Blümel ausdrücklich gesagt, er soll stillschweigen und das Geschäft bewahren. Ich hoffe, Sie halten sich dran. Mein Chef darf nicht erfahren, dass er eine Fälschung in der Vitrine hat. Keine Sorge. Wir bei der Polizei sind da ganz verschwiegen. Das Licht geht an. Cool bleiben. Alle cool bleiben. Geht gleich weiter. Sagen Sie mal, Herr Weidner, wie oft wollen Sie jetzt den blöden Hut noch verkaufen? Riedel reißt ihm den Hut aus der Hand. Ich schwör's, ich konnte da nichts dafür. Ich
habe mit dem Blümel 50.000 ausgemacht und dann hat er gesagt, er hätte mir 100 gegeben und dann... Gab's ein Gerangel, dann hat er sich verschluckt und Sie haben ein bisschen nachgeholfen da. Ellenbogen, oder? Herr Weidner, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Josef Blümel. Kinokarten haben Sie auch keine gehabt. Bitte? Ich bleib noch ein bisschen. Mit dem Hut auf dem Kopf lässt er sich wieder in den Sessel sinken und lächelt verklärt. Das war Hubert Ohnestaller, Jäger des verlorenen Hutes aus dem Jahr 2019. In weiteren Rollen Jeanne Gourceau als Rebecca, Petra Bernd als Regina Blümel, Michael Tregor als Frank Henke, Johann Schuler als Linnemann, Matthias Kupczyk als David, Drehbuch Thomas Kempf, Regie Sebastian Sorger.